Es freut mich natürlich wieder ganz besonders, dass so viele Herrschaften heute Abend kommen. Ich sehe nicht nur schwules Publikum, ich sehe auch neugieriges Publikum. Ich bin nur froh, was den Glockenbach trotzdem eigentlich so Sitte ist, dass hier keine Kinderwagen durchgeschoben werden. Aber ansonsten ist alles okay. Hier vorne lauter Mädels, wo sind eure Männer? Ihr braucht keine. Die machen das unter sich aus. Ne? Ja, wunderbar. Ach, ich mag lesbische Frauen ganz gerne. Doch, die sind so, ja, die sind so frauenorientiert, die Frauen so traditionell. Freitags gibt es immer Fisch und sonntags Zunge. Das ist wunderbar, ja. Ich war letztens mal in der letzten Kneipe gewesen, also ich habe mich da ein bisschen aufgetranzt und habe mich da so reingeschmuggelt. Ich muss gestehen, also auch in letzten Kneipen gibt es Dark Rooms, das ist ganz seltsam. Sieht aus wie bei den Schwulen, nur in der Ecke hängt ein Salzfleckstein, aber es ist auch okay. Haben wir denn Kinder heute Abend hier? Nein. Ah, sonntags ist ja, Sonntag ist jugendfrei. Ich meine, es ist auch schwierig, also erklär mal so einen 8-jährigen Oralverkehr, also das ist schwierig, also das ist, Learning by doing ist zu früh. Und dann macht man das auch lieber mit der Biene und mit der Blume. Die Biene fliegt zur Blume und verschluckt sie. Und es gibt sogar Blumen, die mögen das, die heißen dann Pustenblumen. Ja, das ist toll. Ja. Aber es freut mich wieder. Ich war hier gestern auch im Osten unterwegs, also hallo. Gestern. Was, hallo? Ne? Ich war in Leipzig. Hallo! Ja? Ach, Musch, du bist ja auch da. Gott, hast du Ausgang? Die haben dich rausgelassen, sensationell. Okay, Musch, das ist toll. Ah, der Osten ist toll. Also, den Osten mag ich gerne. Also, doch, das ist ein sehr dankbares Publikum. Und ja, und im Osten werden die Schweine nicht gegessen. Nein, die werden da genossen. Und. Die werden auch nicht geschlachtet, die werden gesprengt dort. Ja! Das Fleisch fliegt in den Westen, die Knochen nach Polen, Scheiße bleibt im Land. Das ist wunderbar. Und ich arbeite auch mit so vielen Ostkünstlerinnen zusammen und die sagen immer, ich bin eine arme Künstlerin aus dem Osten. Ich sage, ich bin eine arme Künstlerin aus dem Westen durch den Osten. Aber das Straßennetz ist da wirklich sehr, sehr gut ausgebaut. Wer sagt mir heute, was morgen beginnt, wird die Welt denn neu geboren? Der Weg ist mit Blumen und Sternen gesät, ich spüre, mein Held wird kommen. Man ließ mich wachsen und zwischendurch rufen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 17 hatte ich eine Idee. Ich wollte zur Bühne, Mama sagte: Nee, man hätte mich enterbt. Doch wir hatten kein Geld und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt.